Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Warte, 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 warte! Na, ich muss erst mal das Teil hier ausdrehen. Was macht ihr hier? Alles gut? Was macht ihr hier, Mann? Was ist denn? Ah! Hey, was gibt's denn da zu lachen, Mann? Geht aus dem Zimmer raus, was macht ihr überhaupt hier drin? Nur weil ihr noch schreit, oder was? Meine Fresse! Ja, genau, jetzt. Hier, Baby, komm her. Ich muss das rausmachen, ganz schnell, okay? Ich hab echt Angst. Oh. Also, es ist eine Narbe danach. Oh. Okay, bin vorsichtig, okay, vorsichtig. Ich war jetzt ernst jetzt. Ich zieh's raus jetzt, ja. Oh. Hast du es? Oh Mann, blutet das? Alles gut. Ach, okay, es tut zum Glück nicht so. Oh, das muss so wehgetan. Ja, gerade eben. Ich hatte vor den Schock, aber jetzt geht's. Oh, okay. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Oh, Mann, was machen wir denn? Oh, warum sind wir so? Ja. Ich hab's gerade ins Bad gestellt. Aber guck mal, dann geh ins Bad, mach ein bisschen Heile-Heile, Tag ist noch lang. Und wenn dann du später wieder besser geht, können wir da weitermachen, aufgeteilt. Nein, das geht schon ziemlich gut. Ja? Ganz, pass auf. Ich muss jetzt. Ich geh kurz ins Bad. Ja. Geht's dir wirklich gut? You got it. Baby. Yes. Musst du gleich nochmal nachgucken. Und Popo. Aua. Ja, aber vorsichtig, ja? Du bist ganz tapfer. Ob der Blut ist oder so, ja? Ich sehe da mal sexy aus. Nur sexy? Ja. Ich hab hier Mäuschen, ich wollte. Sorry, ich dachte, du bist alleine. Ja, sorry, ich dachte. Junge, ich. Ich kenn's aber auch nicht anders. Ihr wisst müssen, dass ihr wieder im Doppelpack seid. Ich will auch gar nicht lange stören. Ich wollte euch eigentlich nur daran erinnern, dass ihr diese Woche mit dem BG-Fix-Dienst da seid. Willst du uns gerade verarschen? Diese Woche? Wir dachten nächste Woche, ne? Ja. Wie blöd ist denn das jetzt? Wir haben voll viel zu tun, wir beide. Kann das vielleicht jemand anders übernehmen? Du, wir haben alle viel zu tun und nein, das kann nicht jemand anders übernehmen. Letzte Woche war ich schon dran, Paco schläft noch, der hatte Spätschicht. Lilly ist in der Tanzschule, Stevie hat nachher einen Termin mit seinem Bewährungshelfer und da werde ich mitgehen. Ja, Leute, nee, sorry, also wir wohnen in der WG und da muss sich jeder irgendwie beteiligen, okay? Ja. Ja. Ihr seid frisch verliebt, ich verstehe das, ich weiß, ihr braucht Zeit für euch und ihr möchtet diese Zeit, ich gebe ich euch auch, aber WG-Putzdienst ist wichtig, bitte vergesst es nicht. Dankeschön. Danke, Mutti. Danke, Mama. Ja? Oh, Mann. Was? Ja. Heute ist echt der Wurm drin. Ja, ein richtiger Wurm ist da drin. Ein sehr großer Wurm. Schwierigkeit. Ja. Fünf Minuten? Mehr war das. Das sieht schon ganz schön sexy aus, wenn du mit deinem Ass so wackelst dabei, ja. Beim Putzen. Machst du das auch nicht putze, ja? Na, du machst mich grundsätzlich an. Ist das so? Aber beim Putzen ist noch was anderes. Mhm. Upsi. Weißt du was? Ich finde, wir beide haben uns noch eine kleine Putzpause verdient. Behebe. Weil so viel Putz, der muss doch belohnt werden. Die Leute sind doch die, Luke. Die sind das doch gar nicht, was ich hinterm Tresen mache. Kevin, hast du irgendwo meine Sportschuhe gesehen? Ich weiß nicht, habe ich die vergessen oder verloren oder so? Hey. Sorry. Grundreinigung, ha? Ja, ja. Ich suche wo. Genau. So. Ja.
Einfach weiter. Weißt du, wie es draußen aussieht? Ja. Kevin, hast du einen Regenschirm irgendwo gesehen? Oh. Sorry. Hey. Ja? Das ist alles irgendwie komisch. Ihr lauft ja mit Schuhen durch das frisch gewaschene, geputzte. Das ist doch kacke. Wir putzen doch hier in Ruhe. Genau, wir sind die ganze Zeit hier am Putzen. Ja. Ich wisch hier durch. Ihr geht mit euren Straßenschuhen da lang. Ich hab grad gesaugt. Ja. Nee. Ihr solltet einfach mal gehen jetzt, finde ich. Also irgendwie. Ja. So, weil dann können wir in Ruhe putzen. Ja? Ja. Aber das ist eine WG und wir wohnen hier auch, ihr kleinen Fummeldaumen. Haben wir wieder euer Liebesglück gestört? Hm? Keine Ahnung, hier hinten ist auch dreckig. Ja. Oh, sehr dreckig. Ja gut, dafür sorgt ja die Leo, ne? Da kann man ein bisschen, ne? Ja, egal. Ist ja auch egal, pass auf, wir machen es einfach. Sorry for that, wir gehen einfach. Okay, wir wollten eh los. Ich glaube, du hast noch einen Termin. Ich muss noch meine Tasche holen, aber ja, ich habe noch einen Termin. Wenn wir später wieder da sind, dann lade ich euch alle zum Essen ein. Was haltet ihr davon? Hm? Ich brauche immer noch einen Regenschirm. Ja, vorne nicht einer. Okay. So. Dann viel Vergnügen. Dann kann der Kevin weiter sauber schrubben. Die Leo kann weiter saugen, ne? Gut. Aber viel Spaß! Hey, was ist denn? Was ist jetzt los? Oh, die Couch ist echt klein, aber trotzdem gut. Oh, ich hab Hunger, Babe. Was? Du hast jetzt Hunger? Ich hab unnormal Hunger, du nicht? Ich muss doch ganz klar kommen. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube, wir haben noch Pizza. Okay. Oh, hey. Das wäre richtig geil jetzt. Wir brauchen eine kleine Stärke. Guck mal, ich weiß nicht, geil. Oh, geil. Ich glaube, das ist. Ja! Yeah. Pizza! Das ist, was wir brauchen! Gib mir einen Kuss, gib mir einen saftigen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Leute, ist das euer verdammt Ernst? Träum ich noch oder seid ihr wirklich vorhin hier? Spielt der Fasenack, Leute. Was ist mit euch? Sorry. Ah, ich dachte, wir haben Strom frei. Ich guck nicht. Vielen Dank. Wisst ihr was? Alles klar. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich gehe zu meinem Kerl, okay? Zu Julian. Also, ciao. Tschüssi. Sorry. Oh mein Gott, das ist unangenehm. Nein, ich finde es eigentlich ganz gut. Jetzt ist er weg. Ich glaube, jetzt hat uns wirklich jeder hier in der WG nackt gesehen. Also, wow, wir haben es geschafft. Der Blick ist auch gut. Ah ja? Also die Pizza braucht so ungefähr 12 Minuten, denke ich. Ach so, du kannst schon wieder, ja? Mhm, hat es gesagt. 12 Minuten? Aber ich glaube, jetzt gehen wir besser mal in mein Zimmer, oder? Mhm. Das war richtig gut. Irgendwie riecht es ja komisch. Nein. Doch, ihr. Irgendwie verbrannt. Die Pizza! Die Pizza! Scheiße, Alter. Fuck, beeil dich! Oh! Ach, oh! Oh mein Gott, die Bude fackelt ab. Warte! Nein, ich muss erst mal das Teil hier ausdrehen. Mach das aus, still. Sorry, wie lange ich. Nicht euer Ernst, ne? Sorry. Habt ihr wirklich in euren Vögelwahn vergessen, dass ihr Pizzen im Ofen habt und fackelt fast unsere ganze Bude ab? Oh Leute, also ich find's ja schön, dass ihr euch wieder habt und alles, ne? Aber so? Oh mein Gott, ey. Was hast du gemacht? Gib mir das. Ja, halt es da hin. Leute, ernsthaft.
Guck mal, es tut uns ja leid. Oh. Ich habe gerade meine Strafe bekommen, habe mich verbrannt. Das ist ja. Ja. Ist ja keine. Ist alles auf? Ist gut. Gut. Oh. Ja, dann können wir ja froh sein, dass ihr das alles noch rechtzeitig gemerkt habt, ne? Ja, yeah, sorry, Leute. Ja. Gut. Das hätte auch anders ausgehen können. Schwester! Alles klar. Mein Po brennt! Schnell! Alles klar. Ich brauche Kühlung. Alles, Baby. Okay, das wechseln wir jetzt erstmal ab. Achtung! Oh, das ist schon voll warm. Ich weiß. Gerne. Oh. Brennt? Sorry. Oh Mann. Wir beide, wir sind wirklich bescheuert. Was kann man für ein Pech haben? Erst ich heute Morgen mit meiner Heftzwecke da am Hintern und jetzt dein Po am Ofen. Das ist alles wortwörtlich von Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das stimmt wohl. Mhm. Aber zum Glück kann man ja noch ganz viele andere Dinge zu machen. Was? Andere Dinge? Mhm. Du weißt, was ich meine. Baby, ich weiß nicht, was du meinst. Ich kann nicht mehr, aber ich kann mich kaum bewegen. Du kannst nicht mehr. Ja? Ich verarsche dich auch nur. Ich lasse einen Tisch an was ganz anderes. Ich glaube, sagen zu können, dass wir beide heute schon genug auf unsere Kosten gekommen sind. Und deshalb gucken wir jetzt einen schönen Film. Ich habe weiße Mäuse, saure Zungen. Ich glaube, das hilft nicht nur gegen Liebeskummer, sondern auch gegen Popoauer. Mein kleiner Knackarsch, ne? Du bist die Beste. Ich weiß, dass ich die Beste bin. Und du darfst sogar den Film suchen. Nee. Du weißt doch, was ich für Filme stehe. Ja, aber kein. Nee, Kevin, nicht so ein Horrorscheiß, bitte. Weißt du was? Du darfst aussuchen, mit dir würde ich nämlich jeden Film gucken, auch einen stolzen Film. Und weißt du was noch? Ich bin so dankbar, dass ich dich wieder habe. Ich habe dich richtig vermisst und ich bin einfach nur glücklich mit dir. Ein ganz richtig süßer manchmal. Und ich hätte meinen verrückten Chaos-Kevin vermisst. Sehr dankbar. Also, such dir aus. Jetzt gehen wir noch ein bisschen den kleinen Popo. Und ich wäre ein Comedy, aber auch mit ein bisschen Liebe. Ja. Also ein bisschen Liebe muss drin sein. Ja. Oder von mir ist auch so Thriller, aber mit Liebe. Ja. Willst du dir was sagen? Wo kommst du her? Mein Vater, weißt du? In dem Kleid. Du glaubst eigentlich, ich bin blöd oder was? Ich weiß, dass du nicht bei deinem Vater warst. Also klar, du warst bei einem Robert. Was lief da? Hast du mit dem geschlafen, hä? Was? War alles wegen unseren Hostelanteilen?